Ich wurde in den Kommentaren gefragt, ob ich mir den amerikanischen REIT-Weyerhaeuser mal näher anschauen könnte. Das mache ich heute und zwar im Aktienfinder. Den Link zum Aktienfinder findest du in der Videobeschreibung. Zum Zeitpunkt der Videoaufnahme halte ich selbst keine Aktien von Weyerhaeuser in meinem privaten Depot. Alles, was ich in dem Video sage, ist meine persönliche Meinung. Das Video ist keine Anlageberatung. Weyerhaeuser ist wie gesagt ein amerikanischer REIT, also ein Real Estate Investment Trust, der sich mit dem Bereich Forstwirtschaft beschäftigt. Wir schauen uns gleich näher an, was Weyerhaeuser genau macht. Zum Zeitpunkt der Videoaufnahme haben sie einen Börsenwert von 22,7 Milliarden Euro und beschäftigten Anfang 2022 9.214 Mitarbeiter. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei ca. 30 Euro je Aktie und Weyerhaeuser beschäftigt sich, wie gesagt, mit der Forstwirtschaft im Allgemeinen. Genauer gesagt ist es aber dann doch ein klein bisschen mehr. Weyerhaeuser hat nämlich ein Merkmal, das ich sehr positiv herausstechend finde. Sie beschränken sich nämlich nicht auf die klassische Forstwirtschaft und auch nicht auf die klassische nachhaltige Forstwirtschaft, also dass die geernteten Flächen dann auch wirklich voll nachgeforstet werden, sondern sie gehen darüber hinaus noch ein Stück weiter und sie versuchen, möglichst viel aus dem Land, das sie haben, rauszuholen. So ist man zum Beispiel auch offen dafür, dass man nach Mineralien auf dem Land sucht oder suchen lässt, dass auch diese unter Umständen oberirdisch und unterirdisch abgebaut und gefördert werden können. Auch hier ist es wichtig, dass man verantwortungsbewusst mit dem Land umgeht und auch diese Maßnahmen möglichst nachhaltig umsetzt. Außerdem ist es nicht nur so, dass man Baumsetzlinge selbst züchtet, verkauft, weiter aufzieht, pflanzt, Wälder auslichtet, sondern dann auch das fertige Holzprodukt, also den fertigen Baum, erntet und ihn aber dann auch weiter veredelt. Das ist ein weiterer Geschäftsbereich, nämlich die Wood Products. Hier gibt es von Brettern über Balken, über angefertigte Platten, von Pressspanplatten über OSB und so weiter. Wer den amerikanischen Hausbau kennt, der weiß, das sind die Hauptmaterialien, aus denen dort Häuser erstellt werden. Und auch hier profitiert Weyerhaeuser, weil sie natürlich durch die Veredelung des Holzes, das sie in der Forstwirtschaft ernten, natürlich auch nochmal eine entsprechende Produktkategorie schaffen können im Rahmen der Wertschöpfungskette, die sie dann in einem eigenen Geschäftsbereich Wood Products eben an den Mann bringen. Und als letzter Geschäftsbereich gibt es noch den Bereich Energy. Also hier versucht man Energie von den Landflächen, die man denn besitzt, in einer Form zu erzeugen und dann entsprechend zu vermarkten. Von den Landflächen her besitzt Weyerhaeuser 11 Millionen Acres. Das ist wichtig. Acres sind keine Hektar, aber 11 Millionen Acres besitzen sie an Landfläche in den USA und 14 Millionen Acres Landfläche haben sie unter Lease Terms in Kanada. Hier ist eine ganz wichtige Geschichte, dass 2,5 Acre ein Hektar sind. Das ist also die deutsche Landflächengröße, mit der man so arbeitet. Und das heißt, die 25 Millionen Acres, die Weyerhaeuser in den USA und in Kanada als Landfläche bewirtschaften, die entsprechen 10 Millionen Hektar und das ist definitiv eine Menge Holz, könnte man sagen. Weyerhaeuser ist ein Dividendenzahler. Es gibt viermal im Jahr eine Dividendenausschüttung. Der aktuelle Dividendenbetrag liegt bei 2,07 Euro und das entspricht einer hohen Dividendenrendite von 6,75%. Aber hohe Dividendenrenditen, die gibt es ja bei REITs immer wieder. Allerdings gibt es hier bei dieser Dividende noch eine Besonderheit, die man wissen sollte und das schauen wir uns dann im Dividendenturbo gleich noch näher an. Ihr seht hier, es ist keine Ausschüttungsquote auf die Funds from Operations angegeben. Das ist mir ins Auge gestochen, gleich am Anfang. Einer der Punkte, der mir nicht ganz so gut gefällt, ist, dass hier die Datenlage von Weyerhaeuser relativ lückenhaft scheint bzw. ist. Ich habe mir aber auch den Q3-Report entsprechend angeschaut. Und das, was man hier aber im Aktienfinder aufgrund dieser zwar lückenhaften Datenlage erkennen kann, spiegelt sich aber dann auch in den Q3-Zahlen von Weyerhaeuser wieder. Drum beschränke ich mich jetzt hier weitestgehend auf den Aktienfinder, weil man es halt durch die grafische Aufarbeitung sehr gut erkennen kann, was so die springenden Punkte sind in meinen Augen. Die Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow, die liegt allerdings nur bei 66,5%. Das heißt, die Ausschüttungsquote, die hier angegeben ist, die ist für mich erstmal in einem durchaus tolerablen Bereich. Die Dividende, das ist wieder etwas negativ, die wurde erst seit einem Jahr gesteigert und seit einem Jahr nicht gesenkt. Einer der wichtigen Knackpunkte der Dividende, wie gesagt, die schauen wir uns gleich noch näher an. Die Dividende ist in den letzten 10 Jahren jährlich um 1,4% gesteigert worden. Das ist erstmal sehr langsam und auch unter Inflationsniveau, aber gut ist, sie ist gesteigert worden. In den letzten 5 Jahren ist sie aber dann jährlich um 11% zurückgegangen und da hilft es mir dann auch relativ wenig, dass die Analysten erwarten, dass sie in der näheren Zukunft um 200% gesteigert werden wird. Die Stabilität der Dividende, die ist in meinen Augen einfach schlecht, nämlich mit 0,32 von maximal 1 hier in der Stabilität angegeben und auch der Gewinn, der ist sogar rot gefärbt und quasi warnend schreit er dich an.
Pass hier mal ein bisschen auf, die Stabilität des Gewinns, die liegt nämlich nur bei minus 0,2. Das heißt, das ist definitiv ein negativer Wert. Also eine Gewinnstabilität scheint hier nicht gegeben. Für den Gewinn gibt es auch keine Steigerungszahlen über die letzten 10 oder die letzten 5 Jahre und es gibt auch keine Schätzung der Analysten für die nähere Zukunft. Ähnlich holprig geht es dann weiter mit der Stabilität des Cashflows. Die liegt nämlich nur bei 0,16 von maximal 1. Auch das ein definitiv schlechter Wert oder ein Wert, bei dem bei mir Alarmglocken erstmal angehen. Der Cashflow, der wurde in den letzten 10 Jahren jährlich zwar um 15% gesteigert, was super ist, in den letzten 5 Jahren dann sogar um 22% jährlich, aber für die nähere Zukunft, da erwarten die Analysten einen Rückgang des Cashflows um minus 10%. Auch die Stabilität des Umsatzes ist hier negativ angegeben mit minus 0,66 von maximal 1. Auch das in meinen Augen ein Warnwert sozusagen. Der Umsatz, der wurde in den letzten 10 Jahren um 3,99% gesteigert, in den letzten 5 Jahren dann deutlich schneller mit 8,4% jährlich. Und für die nähere Zukunft, da erwarten die Analysten zumindest einen ganz leichten Umsatzanstieg von 0,77%. Was mir positiv aufgefallen ist, das ist die sehr niedrige Schuldenquote in meinen Augen von 28,7% und dazu noch eine wirkliche Tilgungsmöglichkeit der Schulden, und zwar könnte Weyerhaeuser seine Schulden in weniger als 12 Jahren vollständig abbezahlen, wenn sie es darauf anlegen würden. Wenn wir in den Qualitätscheck reinschauen, dann sehen wir, was sich über die Zahlen schon ein Stück weit vermuten lässt. Und zwar, wir sehen hier einen sehr unregelmäßigen Verlauf und einen sehr unruhigen Verlauf, vor allem von Gewinn und Cashflow sowie auch von den Funds from Operations. Wenn wir uns hier den Gewinn in grün anschauen, dann sehen wir hier 2008, als also die Immobilienblase in den USA geplatzt ist, da gab es einen deutlichen Verlust, der hier zu Buche geschlagen hat. Insgesamt hat sich aber danach das Geschäft mehr oder weniger gleich unruhig weiterentwickelt, wie das auch die Vorjahre der Fall war. Das heißt, Weyerhaeuser ist definitiv ein Unternehmen in meinen Augen, das sehr zyklisch ist und das natürlich auch wegen dieser Geschäftsthematik der Wood Products, die natürlich sehr viel in der Bauindustrie verwendet werden, die natürlich für sich wiederum auch sehr zyklisch ist, dort mehr oder weniger mit in Sippenhaft und wenn natürlich der gesamtwirtschaftliche Markt nach unten geht und wenn dann eben entsprechend weniger gebaut wird, wenn weniger Nachfrage nach Holz ist oder wenn die Holzpreise entsprechend einbrechen oder entsprechend steigen, dann gibt es natürlich auch entsprechende Ausschläge beim Gewinn bzw. beim Cashflow und das stellt sich hier eben in diesem sehr unruhigen Verlauf da in meinen Augen. Was wir auch sehen ist, und das ist für mich ein größeres Problem, und zwar die Dividende, die wurde schon mehrfach in der Unternehmensgeschichte gekürzt. Grundsätzlich ist es eine gute Sache, wenn das Unternehmen feststellt, sie können sich die Dividende nicht mehr leisten und kürzen sie dann deshalb, um das Unternehmen durch die Zahlung der Dividende nicht zu gefährden. Aber wenn ich für mich besonders Wert auf einen stetig wachsenden Cashflow lege, dann ist vielleicht ein Unternehmen, das in der Vergangenheit schon mehrfach die Dividende gekürzt hat, eine weniger gute Wahl als andere Unternehmen, die das eben in der Vergangenheit der letzten 30, 40 oder 50 Jahre noch nicht gemacht haben. Wir sehen hier 2008, da hat Weyerhaeuser von 2008 auf 2009 die Dividende deutlich zusammengestrichen. Danach gab es hier eine relativ große Sonderdividende. Dann hat man die Dividende, hier das dunkelblaue, die Basisdividende, Stück für Stück stetig weiter erhöht. Und dann kam der Crash 2020 und auch hier wurde die Dividende wieder deutlich zusammengestrichen. Man hat jetzt hier eine niedrige Basisdividende etabliert und zahlt dazu, je nachdem wie es dem Geschäft geht, eine variable Sonderdividende. Die Basisdividende wiederum, die soll angetrieben durch das Wachstum, das man versucht im Unternehmen dadurch zu erreichen, dass man jede Landfläche, die man besitzt, möglichst optimal zu nutzen. Dadurch möchte man Wachstum erzeugen. Durch dieses erzeugte Wachstum möchte man dann auch zumindest bis 2025 die Dividende, also die Basisdividende, gerne jedes Jahr um 5% anheben. Auch bei der Umsatzentwicklung lässt sich deutlich erkennen, dass der Housing Crash in den USA 2008 einen sehr, sehr starken Impact auf das Unternehmen Weyerhaeuser hatte. Man kann hier sehr gut sehen, wie der Umsatz sehr massiv eingebrochen ist und seitdem das Niveau vor der Finanzkrise 2008 nicht mehr erreicht hat. Die Margen haben sich, auch wenn es insgesamt sehr unregelmäßig verläuft, dann doch über die letzten 20 Jahre von ca. 10% operative Marge auf jetzt aktuell ca. 34% operative Marge deutlich verbessert. Allerdings erwarten die Analysten, dass es hier zu einem Rückgang der Marge kommen wird. Weyerhaeuser gibt hier selbst an, dass sie natürlich auch durch gestiegene Kosten und so weiter einen entsprechenden Gegenwind haben und sie auch einen Rückgang des Absatzes bzw. des Umsatzes für die Zukunft erwarten. Dadurch natürlich insgesamt auch
die Gewinne weiter zurückgehen werden in der näheren Zukunft. Schön finde ich wiederum hier zu sehen, dass von 2019 bis zum jetzigen Zeitpunkt die Schuldenquote sehr deutlich abgenommen hat, und zwar von knapp 40% Schuldenquote Ende 2019 auf jetzt 28,7% Schuldenquote. Gleichzeitig, und das finde ich eben das sehr Positive daran, hat nicht nur die Schuldenquote abgenommen, sondern auch der Cashbestand zugenommen. 2019, also Ende 2019, da lag der Bestand von Cash und Wertpapieren noch bei 500 Millionen und zum jetzigen Zeitpunkt liegt dieser Bestand bei 1,9 Milliarden. Also der hat sich knapp vervierfacht in dieser Zeit und das finde ich definitiv sehr positiv. Was ich bei REITs hier immer nicht ganz so positiv finde, das ist die Entwicklung der Anzahl ausstehender Aktien. Wenn man hier schaut, von 99 weg, da hat sich die Anzahl ausstehender Aktien von 523 Millionen Aktien auf jetzt aktuell 741 Millionen Aktien deutlich erhöht. Allerdings ist natürlich auch zu sehen, dass hier von circa 2017 bis zum jetzigen Zeitpunkt die Anzahl ausstehender Aktien Stück für Stück langsam, aber dann doch abgenommen hat. Aufgrund der lückenhaften Datenlage ist es leider so, dass man hier in Bezug auf die Multiples nur sehr wenig erkennen kann im Aktienfinder. Wir sehen hier zum einen in Gelb das Kurs-Cashflow-Verhältnis. Das liegt zwar deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre, aber wir sehen zum Beispiel, dass die Aufzeichnungen für die Funds from Operations, also für das KGV auf die Funds from Operations, hier nur bis Ende 2019 gehen und danach gibt es keine Daten dazu und für das KGV auf die Adjusted Funds from Operations gibt es leider überhaupt keine Daten. Deshalb blende ich das für mich mal ein kleines Stück weit aus und wir schauen uns nochmal die Segmente an, in welchen Wirehäuser Umsätze generiert. Hier im Aktienfinder, da sind zwei Kategorien ein Stück weit zusammengefasst, nämlich ist das dieser Bereich mit Real Estate, Energy und Natural Resources, also hier ist quasi die Energie auch mit zusammengefasst. Grün, der Hauptumsatzbereich, in dem Wirehäuser seine Einnahmen generiert, das sind die Wood Products, also das sind quasi die Veredelungsprodukte, die aus den Timberlands generiert werden. Hier die reine Forstwirtschaft, das ist der hellblaue Bereich, der macht circa 16% der Umsätze aus. Die Veredelung dann in Holzprodukte macht 80,6% der Umsätze aus und der noch sehr neue Bereich, der erst seit 2016 existiert, also dieser Bereich, dass man versucht, aus jedem Acre Land das Maximale rauszuholen, dieser Real Estate, Energy und Natural Resources Part, der beträgt aktuell nur 3,4% der Umsätze. Hier sehe ich allerdings zum einen die Möglichkeit, dass der über die weitere Zukunft durchaus noch anwachsen kann und damit natürlich mehr Anteil am Gesamtumsatz ausmacht. Und zum Zweiten könnte das eben auch ein Bereich sein, der die Umsätze etwas weniger zyklisch werden lässt, beziehungsweise die Zyklizität von dem Bereich Forstwirtschaft und den Wood Products ein Stück weit abfedern kann. Allerdings kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass Wirehäuser vor allem, also überwiegend die Umsätze weiter in dem Bereich Wood Products und Timberlands generieren wird und somit natürlich auch die abfedernde Wirkung der Zyklizität durch diesen neu geschaffenen Bereich seit 2016 sich insgesamt eher in Grenzen halten wird. Wirehäuser generiert außerdem den Großteil der Umsätze, nämlich 85% hier in den USA, 7,6% entfallen dann als zweitgrößter Teil auf den Bereich Kanada. Es gibt dann noch Umsätze, die in Japan generiert werden, weil das hier natürlich frachttechnisch relativ gut gelegen ist, wenn man diese ganzen Lieferungen per Schiff durchführen kann. Und China als viertgrößter Umsatzbereich, der macht mit 1,2% dann natürlich nur noch einen untergeordnet kleinen Gesamtanteil aus. Wenn wir uns die Dividende jetzt näher anschauen, dann sehen wir, dass hier eben 2020 die Dividende deutlich nach unten gekürzt wurde. Gut, es waren natürlich die ganzen Ungewissheiten, was ist im Rahmen der ganzen Pandemie noch zu erwarten, wie positioniert man sich als Geschäft, wie geht's weiter. Da war es durchaus ein strategischer Schachzug, könnte man sagen, die Dividende einzukürzen, sich das Geld erstmal vorzuhalten und zu schauen, wie sich die Sache weiterentwickelt. Es wurde dann eine Basisdividende hier in Dunkelblau weiter ausgezahlt und jetzt hier seit 2021 gibt es in Hellblau noch diese Sonderdividenden dazu. Die sind jetzt im Moment auch relativ hoch und weil die Sonderdividende eben entsprechend hoch ist, hier mit 1,95 Dollar, die ausgeschüttet wurde, ist auch die aktuelle Dividendenrendite so hoch. Wenn man sich jetzt nur die Basisdividende anschauen würde, das macht ja jeder ein bisschen unterschiedlich, aber dann wäre die Dividendenrendite
deutlich geringer und läge eben nicht im Bereich von über 6%. Wenn wir uns das Ganze jetzt hier noch verglichen mit den Durchschnitten der letzten Jahre bzw. des letzten Jahrzehnts anschauen, dann sehen wir hier in der Gesamtübersicht, dass die aktuelle Dividendenrendite von 6,75% über den Durchschnitten der gesamten Vergangenheit liegt. Der 12-Monats-Mittelwert lag bei 6,26%, der 2-Jahres-Mittelwert bei 3,98%, der 5-Jahres-Mittelwert bei 3,99% und der 10-Jahres-Mittelwert bei 3,64%. Also historisch betrachtet irgendwo zwischen 3,6 und 4% Dividendenrendite, jetzt aktuell natürlich vor allem getrieben durch die hohe Sonderdividende, die erhöhte Dividendenrendite. Wenn wir uns jetzt noch den fairen Wert anschauen, dann sehen wir leider auch hier das Phänomen der nicht ganz so dichten Datenlage. Für mich persönlich reicht das aber eigentlich aus, um das, was ich bis jetzt gesehen habe, so für mich zusammenzufügen. Ich sage euch dann noch gleich, was mein persönliches Fazit zu der Aktie von Weyerhaeuser ist, die ich mir bis dato eben noch nicht so wirklich näher angeschaut habe. Das ist jetzt heute mal so ein näherer Blick gewesen, den ich auf das Unternehmen geworfen habe. Und was ich jetzt hier eben sehe ist, naja gut, man sieht die Dividende, die ist eingekürzt worden. Wir sehen dann hier den relativ unruhigen Verlauf vom operativen Cashflow. Wir sehen gleichzeitig auch, dass wir hier überhaupt nur einen fairen Wert auf den Cashflow angegeben haben, beziehungsweise auf die Dividende. Den fairen Wert für die Dividende, den würde ich jetzt einfach mal ausblenden, weil das für mich durch die Sonderdividende einfach eine sehr verzerrte Geschichte ist. Und wenn ich mir jetzt vom aktuellen Kurs betrachtet auf den fairen Wert bezogen auf den Cashflow bis Ende 2023 nach Analystenschätzungen das Renditepotenzial anschaue, dann komme ich auf ein Renditepotenzial von 3,8% insgesamt oder 3,4% pro Jahr bis Ende 2023 nach Analystenschätzungen auf den fairen Wert für den operativen Cashflow und das aber inklusive der erhaltenen Dividende. Das heißt, kurstechnisch wäre es mehr oder weniger sogar ein leichtes Verlustgeschäft und schaut jetzt für mich aus dem Grund auch nicht ganz so attraktiv aus. Zusammenfassend, ich sehe halt Weyerhaeuser zum einen als ein Unternehmen, gerade in Bezug auf den nach wie vor hohen Bedarf an Holz und in der Zukunft wahrscheinlich sogar noch wachsenden Bedarf an Bauholz, weil ja das Bewusstsein für CO2-Speicher in Form von Holz als Baumaterial und so weiter durchaus immer mehr ins Bewusstsein langt. Das heißt, hier sehe ich ein Ansteigen des Bedarfs. Ich sehe Weyerhaeuser sehr gut positioniert aufgrund der bereits sehr großen Wald- und Landflächen, die sie schon besitzen und die sie schon bewirtschaften. Außerdem sehe ich bei Weyerhaeuser ein Bewusstsein innerhalb des Unternehmens, das Ganze nachhaltig zu machen. Das heißt, nicht nur jetzt für die nächsten 5, 10 oder 20 Jahre, sondern eben das, was bei der Forstwirtschaft ja auch erforderlich ist, in Zeitspannen von 25, 50 und auch 100 Jahren zu denken und eben gleichzeitig auch zu versuchen, das Maximum aus dem bestehenden Land rauszuholen, sich also nicht auf die bloße Forstwirtschaft zum Beispiel zu konzentrieren, sondern auch noch diesen Veredelungsschritt bzw. diese Wertschöpfung durch Wood Products mitzunehmen, auch hier Umsätze zu generieren, auch hier Gewinne zu generieren und für die weitere Zukunft eben mit den neu erschlossenen Bereichen, in denen sie dann eben zum Beispiel auch versuchen, das Maximum aus ihrem Land rauszuholen, weil sie entsprechende Erholungsgebiete draufsetzen, weil sie entsprechende Funkmasten draufsetzen, weil sie erlauben, dass dort auf eine nachhaltige Art und Weise Rohstoffe abgebaut werden, weil sie es erlauben, dass dort Energie produziert wird und auch das mit in ihren Revenue Stream mit integrieren und damit natürlich ihre Gesamtumsätze und ihre Gesamtgewinne auf verschiedene Bereiche diversifizieren und das Ganze auch hoffentlich nachhaltig weiter umsetzen können. Für mich persönlich aber etwas, was mir nicht so gut gefällt, das ist das hohe Maß an Zyklizität, auch wenn ich das für diesen Bereich durchaus für nachvollziehbar erachte und der Weyerhaeuser vielleicht gar nicht so viel dafür kann, sondern das in der Natur der Sache liegt. Gleichzeitig gefällt mir nicht gut, dass die Dividende so eingekürzt wurde und das aktuelle Modell mit der Basisdividende plus der Sonderdividende ist zwar etwas, was einige Unternehmen machen und ich möchte hier Weyerhaeuser auch keinen Vorwurf machen, dass sie sich auf die Sicherheit und das langfristige Wirtschaften im Geschäft konzentriert haben, als 2020 die Ungewissheiten sehr groß waren, deshalb die Dividende eingekürzt haben. Aber für mich als jemand, der einen starken Fokus auf
wachsenden Cashflow und mindestens gleichbleibenden Cashflow legt, kann mit so einem Modell von einer geringen Basisdividende plus einer sehr schwankenden Sonderdividende weniger viel anfangen. Aus dem Grund steht für mich Weyerhaeuser aktuell nicht für ein Investment in einer näheren Auswahl, denn ein weiteres Problem, das ich für Weyerhaeuser durchaus sehe, ist auch das Thema des Klimawandels und natürlich entsprechender Gefahren, die damit verbunden sind, wie beispielsweise Trockenheit, wie beispielsweise Waldbrände, weil auch das natürlich Dinge sind, die gerade in dem Bereich Forstwirtschaft eine sehr, sehr große negative Rolle spielen können. Das waren meine Gedanken zu Weyerhaeuser. Wie gesagt, meine persönliche Meinung, keine Anlageberatung. Jetzt würde mich interessieren, hast du denn selbst Aktien von Weyerhaeuser in deinem privaten Depot und eine eigene Meinung dazu? Dann schreib mir die gerne in die Kommentare.